Ja, komm her, ich lade dich ein bisschen auf. Bist jetzt glücklich? Bitteschön, bitteschön. Ich sollte auch ein bisschen öfter das dann auch benutzen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so unfassbar rar, dass man es gar nicht benutzen dürfte. Das klingt nicht gut. Okay. Hier kommen jetzt diese garstigen, garstigen Viecher. Die einen attackieren, wenn man sozusagen in ihr Licht kommt und die fressen kleine Schalfische auf. Deswegen laufe ich einfach mal ganz am Rand und finde nebenbei noch eine Tafel, von der ich gar nicht jetzt direkt wusste, dass sie hier ist. Das sind wahrscheinlich diese garstigen Viecher, vor denen ich hier gerade versuche zu flüchten, indem ich mich ganz auf die Seite stelle. Weil ich wirklich keine Lust habe. Die zerfetzen einem nämlich dann den Schal und ich möchte den gerne behalten, wenn es recht ist. Deswegen springe ich jetzt hier durch. Dass mich keiner von denen findet. Okay, nicht cool. Wo fliegst du hin? Du fliegst nach oben weg? Okay, alles cool. So, hier unten drin könnte man sich, glaube ich, verstecken. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Schalenergie. Lad mich mal auf, Kamerad. Sonst komme ich nämlich da oben nicht durch. Das ist definitiv der sicherste Weg. Ganz am Rand entlang. Immer an die Säulen halten. Da unten ist ein Schalstück. Das will ich natürlich haben. Aber danach gehe ich auch ganz schnell wieder da hoch. Was mir gar nichts bringt, weil dieses Mal kein lustiges Fenster zum Durchspringen hier ist. Kann ich den Dingern auf den Kopf springen? Ja, kann ich. Ist ja schön. Ich sehe nicht, was hier. Oh Gott. Ich will nicht, dass ihr mich esst. Lasst mich in Ruhe. Ah! Phew. Gerade noch vom Schutzschild erwischt. Das hier aktivieren. Und in unseren Kreis aus Licht. Setzen wir uns nieder und öffnen unseren Geist. Von Sand verschüttet? Ist deswegen jetzt alles unterirdisch? Hey, sind wir das? Man weiß es nicht. Dann. Hey, kleiner Kumpel, kommst du noch mal mit? Du willst in die andere Richtung, ist auch okay. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal weiter. Kommst du doch mit? Das ist schön. Ist auch blöd so alleine.
Flotti Karotti, nächstes Kapitel, nächstes Level, Welt, was auch immer. Das hier ist sehr schön. Das hier ist wirklich schön. Hier tut man sich auch nicht weh oder so. Dann legen wir mal los. Und gucken, ob die Trollin sich noch an alles erinnern kann, was es in diesem großen, großen Raum so gab. Das wäre natürlich schön. Auf jeden Fall gibt es hier eine Geschichtstafel sozusagen. Oh. Und es tut sich was. Das ist so eine Art, ja, ich möchte es fast Journey-Wasser nennen. Weil man kann da drin irgendwie dauerhaft so... Na, hallo, ich will da hoch. Ich will zu dem Schal. Dankeschön. Und jetzt will ich da hoch. Und von hier aus will ich darüber. Und von hier aus will ich darüber. Und von hier aus will ich darüber. Und von da aus darüber. Weil hier noch ein Täfelchen ist. Wieder steigt das Journey-Wasser. Und ich will erstmal da rein. Da leuchtet so schön. Gibt aber noch nicht wirklich was. Hier war ich gerade. Hui. 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 Ja, jetzt? Moment mal. Von hier aus? Darüber? Ach, die sind süß. Noch eine Tafel. Und nochmal steigt das Ganze hier an. Hui. Und da kam gerade so ein großer, ein wahlähnliches Viech raus. Das heißt, da muss gerade was aufgegangen sein. Und das heißt, wir gucken mal, was da drin ist. Ist auch was, was viele übersehen. Was ich verstehen kann, was ich absolut verstehen kann, weil man bestimmt total geflasht ist von dem, was es hier alles gibt. Ich würde gerne hier runter. Okay, schön. Denn hier gibt es eine Tafel und hinter den Dingern noch eine Schalerweiterung. Okay. Und irgendwo gibt es hier doch noch eine. Ich weiß es doch. Da versteckt sich noch was vor mir. Da oben ist noch eine. Aber es gibt noch eine am Rand. Ich weiß es doch. Kannst mir da auch nichts erzählen. Da unten ist sie drin. Da unten. Nein, nein. Dass die mich immer so auf Gedeih und Verderb alle mitschleppen wollen. Ich möchte aber nicht mit. Ich möchte da unten rein. So. Hier. Haben wir ein Schalstück. Ups. Und erstmal total graziös gegen die Wand. Mich mit. Ach, du machst das schon, ne? Kleiner Kumpel? Ja, kleiner Kumpel macht's. Ich will darüber. Da ist noch ein Schalstück. Und
Und wir müssten es doch jetzt eigentlich soweit dann komplett gefüllt haben. Oder täusche ich mich da? Nee, ich glaube, da fehlt noch was. Ja, hier fehlt noch was. Eines fehlt noch. Heppa. Nämlich da hinten. Schön. Und jetzt haben wir so gut wie den ganzen Raum eigentlich. Müssten wir zumindest. Wir haben ihn komplett gefüllt. Ja, haben wir. Aber bevor wir jetzt da hochgehen, möchte ich gerne nochmal hier runter. Denn hier unten gibt es noch was. Ich glaube, es war ganz unten. Ich sing mal ein bisschen nach ihm, weil er hat das bestimmt noch nicht. Hier unten. Ich glaube, es war hier. War es hier? Nein. War es noch weiter unten? Geht's überhaupt noch weiter? Ja, es geht noch weiter runter. Eins geht noch. Hier. Ihr seht's. Dieses kleine Ding hier. Das ist die Anspielung auf Flow. Das noch vor Flower rauskam. Eben auch von den gleichen Entwicklern. Und es gibt auch dafür eine Trophy. Deswegen dachte ich mir, ich zeig das nochmal. Jetzt können wir langsam mal uns dran machen, hier hochzukommen. Na? Hoch! Das dauert ja ewig. Mann! Weil man halt auch nicht direkt hoch kann, sondern so die ganze Zeit so spiralenmäßig nur hoch kann. So. Hier will ich hin. Na, meditier doch. Wow, das ist unsere komplette Reise bisher. Das ist alles, was wir bisher erlebt haben. Da ist der Turm. Und da ist ganz viel Wind. Das scheint der nächste Abschnitt zu sein. Das bedeutet, wir sind fast am Ziel. Wir haben fast die Spitze des Bergs erreicht. Ist das die letzte harte Prüfung? Na, ich bin gespannt. Gehen wir doch mal gucken. Bisschen schneller kann es schon. Ich sehe Schnee. Wer ist denn das jetzt? Das ist wieder jemand anderes. Ja, Mensch.